Ich renne einfach. Soll ich gucken? Da hängt doch wohl noch. Okay, dann ist alles in Ordnung. Hauptschiff. Oh Gott. Ja, wir haben nämlich noch einen zweiten Gang, wenn ihr euch erinnert. Da, wo das Wassermonster und so ist. Und da gucken wir uns dann da erstmal um. Obwohl, da ist das eigentlich, wo wir die Kugeln zusammensetzen sollten. Obwohl, das ist das Querschiff, glaube ich, war das, ne? Das war hier nochmal. Okay. Oh, jetzt ist unser Freund wieder hier, ne? Sieht so aus, als hättest du den gesamten Altar durchsucht. Ja, lol. Wir haben es ja richtig gemacht anscheinend. Ja, wir haben drei gefunden, das war es anscheinend. Und jetzt links. Obwohl, nein, das war es nicht. Wegen der Essenz. Wir brauchen für sein Gegengift noch was. Ja, aber vielleicht kriegst du auch auf der linken Seite. Gönnest dich, da ist ein Wasserviech. Ja, das Wasserviech ist hier, da hat sie recht. Ne, hier warst du, ne? Ja. Dieses Ding. Und dich konnte ich auch nicht erschlagen, ne? Ich erinnere mich. Hier ist ein paar Steine. Du bist eklig, jetzt hör auf, das Viech noch wütender zu machen, als es sowieso so ist. Ach, ich will das Ding da reinwerfen, aber irgendwie... Kannst du nicht. Ja, würde ich aber gerne. Ja, halt die Fresse. Ne, aber ich brauche irgendwie einen Eimer oder irgendwas. Ich habe eine Binde, ich glaube, die brauche ich hierfür, weil irgendwie gleich die Kuppel abbricht oder sonst, die Kurbel abbricht oder so. Das bin ich ziemlich, bin ich mir ziemlich sicher sogar. Aber, die Kurbel hier, die führt das Seil nach... Okay, warte, was wir versuchen, das jetzt einfach mal, das Vieh nach oben zu holen. Und hoch geht's. Langsam. Okay, es passiert nichts. Gut, dann gehen wir. Ja, genau. Gute Idee, Schatz. Ich speichere mal eben. So, und weiter geht's. Versuchen wir unser Glück im Querschiff. Querschiff! Ich glaube, das erste Mal, dass wir das Querschiff jetzt begegnen, betreten, ne? Ja, das andere war auch schon das Querschiff. Nee, das war das Hauptschiff. Nein, jetzt eben gerade warst du dem Hauptschiff. Hä? Was hat das denn? Ich mag's jetzt schon nicht. Das sieht groß aus, geräumig, ich weiß es nicht. Ist hier irgendwo eine Fackel? Irgendwie nicht. Da ist eine Spinne drüber. Wenn du... How much more, Baron? How much more am I supposed to withstand? Kill me, Lord! Kill me! This one, prepare him. Okay. Oh, da sitzt irgendwas oben drin. Ja, der ist so süß. Eventuell muss ich den runterholen, weil vielleicht kriege ich dann meine Essenz. Ist hier irgendwo ein Stein? Wendeltreppe, die gehen wir erst nachher. Oder drei Türen. Das sind immer die drei Türen des Verderbens, Leute. Oh, hier ist auch irgendwie nichts. Gut, wir fangen rechts an. Wir gehen hoch, gehen wir zum Schluss, ganz zum Schluss. Fangen wir hier an. Ja, erschreckt mich ruhig noch mehr, Mutter. Telefon, Leute, bis gleich. So, weiter geht's. Soll ich euch sagen, dass ich dieses Geräusch nicht mag? Ich will da gar nicht rein, Leute. Ich risse jede beschissene Fackel an. Ich weiß, tut mir leid. Katze meine ich. Okay. Das sieht aus wie eine Folterkammer. Ich glaube, hier kriegen wir unsere Sens her. Der Gefahr gewaltigte hing Kopf über seinen Tränen, verlief mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in den Hüften fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Schön. Lecker.
Also erstmal haben wir hier ein Bruchstück. Das ist erstmal das Wichtigste. Aber ich glaube, dass wir hier jetzt auch endlich das... Okay, das Bild zeigt uns... Oh Gott, ich kann mir das nicht mehr angucken. Hier ist ein Eimer, aber den können wir wohl... Oh cool, in einem Eimer war... Vielleicht kannst du da irgendwas machen. Das ist verdächtig rot da. Ja, ich kann wahrscheinlich das Glas hier mit Blut füllen. Ja. Man kommt nicht an das Blut heran, okay. Oh, okay. Ich hatte die richtige Idee, aber sie ist noch nicht ganz umsetzbar. Wir sind doch seine. Wieso kannst du das nicht mit dem Seil benutzen? Wieso geht das nicht? Warte mal, guck mal, was du noch im Moment hast. Was ist das da rechts für ein Punkt? Das ist das Bildding. Ja. Und also hier scheine ich nichts weiter zu finden, das heißt, wir müssen... Aber da kriegst du es auf jeden Fall gut her. Boah, die Forschung ist echt eklig, wie da jemand hängt. Ach, sonst so die... Schatz, was sagst du dazu, wenn dir mal eben jemand... Schatz, könntest du bitte aufhören? Ich habe gar nichts dazu gesagt, so. Okay, also hier kommen wir nicht weiter. Wir brauchen erst irgendwas, womit wir das befestigen können oder wie auch immer. Also jetzt renne ich hier durch, weil ich hoffe, einfach mal nichts hier zu begegnen. So, wir müssen mal rechts bekommen wir das Blut her. Das ist schon mal eine gute Info. Gehen wir weiter. Geradeaus. Natürlich wieder alles dunkel. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a madman. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Ja, und du bist selbst ein Monster, weil du die ganzen Typen hier folterst, wie ich weiß nicht was. Kann ich so ein bisschen Licht machen. Ich laufe jetzt hier fast nur noch mit Öl rum, ich weiß das Leute, aber wir haben genug. Bin ich ganz ehrlich. Was haben wir jetzt hier? Noch eine Faltermöglichkeit, schön. Da haben wir ein Bruchstück. Zählt uns nur noch eins. Naja, es sieht aus wie... Du machst die Füße da unten fest und dann drückst du den immer weiter hier rum, sodass der Rücken, die Spitze hier in den Rücken sich reinrammt. Hab ich so das Gefühl, also glaube ich. Der Brandstifter schrie, als er langsam gepfählt wurde. Es war nicht schwierig, den Willen des Opfers zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt, aber die Folter hatte einen größeren Effekt als erwartet. Es war nicht die angewandte Methode, es war der Brandstifter. Er war anders als die anderen. Sie werden ihn erneut vergessen lassen. Er saß da drauf. Er saß da nicht drauf. Er saß da drauf. Da kann sie nicht drauf sitzen, da kommt sie dann nicht mehr unten in die Beine. Aber hier finden wir auch keine Hilfsmittel, wie wir an das Blut rankommen irgendwie. Weil die Ketten können wir irgendwie nicht von der Decke entnehmen. Ein Sandsack, können wir einen Sandsack brauchen? Sandsack, ne. Gut, laufen wir durch. Da war ja nichts weiter. So, es fehlt jetzt nur noch ein Bruchstück. Und die Zutaten, die restlichen. Gut, gehen wir in die dritte Tür. In die letzte Tür. Ja, du hast nicht zugemacht, glaube ich, die Tür. Nee, doch, habe ich. Ich mach die Türen jetzt sehr. Also immer eigentlich zu. Boah, wie eklig. Wie eklig ist das denn bitte? Okay, erstmal ein bisschen umgucken. Ja, okay, das sieht noch am... Obwohl, natürlich tut das weh, aber es sieht weniger schlimm aus als das erste. Erstmal anhören hier.
Die Kidnapperin war auf ihre Knien und ihre Hände waren auf ihrem Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie sich ihre Hände angehoben und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Die aufhängende Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und den nächsten Schritt überging. Aha. Ja, hier haben wir das letzte Bruchstück. Die aber alle irgendwie anders aussehen. Ja. Was stand da? Sie können? Die bleiben nicht zusammen, okay. Nee. Egal. Du brauchst echt den Alter dafür. Noch weiter drehen. Hat's weh? Tut mir leid. Ist der Schuh umgekippt? Nicht wirklich, oder? Doch. Ah, stehen bleiben. Ich will noch irgendwas finden. Ich brauch eine Kette. Moment, ich brauch das Ding, glaube ich. Ja. Gib mir das Ding mal. Nicht, dass so ein Messer das Ding durchschneidet. Ja. Ich weiß nicht, wie ich drankomme, Leute. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich drankomme. Vielleicht mit Hammer und Meißel das Ding irgendwie trennen? Nein. Na gut, dann... Keine Ahnung. Gehen wir auch zurück. Ja, merkwürdig, dass du auch da wieder... das wieder zu bringen konntest zu schreien. Ja, das heißt, eigentlich bleibt uns jetzt nur noch ein Weg. Wie kommen wir da dran? Ich weiß, wofür ich das Fleisch brauche, fällt mir gerade auf, egal. Teer, kleriger Teer. Wie kann ich das Glas darunter? Wie? Für die Kuh oder was? Das Fleisch brauche ich, glaube ich, um das nette Wasservieh mal anzulocken oder so. Oder rauszulocken. Da kommst du her, du musst. Ich weiß. Ich will aber nicht hoch. Ja, ich speichere mal eben. So, weiter geht's. Wir geben uns den letzten Weg, der hier noch zu machen ist. Aber das gefällt mir jetzt schon nicht. Eine einzelne Tür. Was verbirgt sich dahinter? Ein Büro. Wenigstens er hat es fein zwischen all den ganzen gefolterten kranker Bastard. Was haben wir? Ja! Ja! Wunderbar, Leute! Da haben wir die Schnur. Die Schnur, die wir brauchen. Wir sitzen zur Folter. Es sind einige wichtige Punkte über Folter anzumerken. Ich habe angenommen, dass die Reaktion der Opfer sehr unterschiedlich sein würde. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen und der Angst vor dem Bevorstehenden um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen. Selbst das schüchternste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen, um seine Stärke, die erwartete, weit übersteigen. Wurde der Wille des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch den von mir gewünschten Effekt. Demnach sind folgende Schritte einzuhalten. Das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist. Die Art der anzuwendenden Foltermethode zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen. Das Vorzeigewerk der Foltermethode soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung an das Bevorstehende versetzt das Opfer in... noch größere Angst. Bei Zufügung der Schmerzen sollte zu großer Schaden vermieden werden, da die besten Resultate erzielt werden, wenn der Prozess aufrechterhalten wird. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden, wenn möglich mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte man einmal erfolgen, dann warten, bis der Schmerz vorüber ist und dann wiederholt werden. Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert und das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Nur bei behutsamen Vorgehensweisen, hier wird der maximal gewünschte Effekt erzielt.
verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles umsonst war. Um das zu vermeiden, ist Amnesietrank zu verabreichen, um es später erneut zu versuchen. Okay. Achso, du meinst vorhin das Fleischstück an dem Seil befestigen? Beim Brunnen? Ja, richtig.